Wer eben Pongau, Ramsau, Dachberg oder eben nicht kennt, wird Filzmoos nie finden. Filzmoos ist ein Geheimtipp am Arsche der Welt. Fernab jeder Hektik dauern die spannendsten Momente hier oben eine Ewigkeit. Wollte ich dir erzählen? Weißt du, wie die Frau diesen Grizzly geschossen hat, ja? Vor 20 Jahren vielleicht. Und ausschließlich davon lebt. Von dieser Legende, dass sie den größten Bären in weit und breit in der ganzen Umgebung geschossen hat. Ich sehe die Fotos, das ist natürlich, die Kneipe ist voll mit Fotos von diesem Ungetüm. Die Frau war noch, die betreibt die Kneipe dort, die guckt gerade so über den Tresen hoch von hinten. Die ist so, die kleinste Frau aus der ganzen Umgebung hat den größten Bären aller Zeiten geschossen dort. Und das Haupt vom Bären ist dort ausgestellt in einer Vitrine mit einem wirklich mir mit einem kreisrunden Loch genau hier. Es ist unglaublich. Mit einem kreisrunden Loch hier. Es ist unglaublich. Wie machen wir das jetzt? Also, es sieht einfacher aus, als es ist. Ist das richtig? Ja, aber es ist auch. Schau mal, jetzt haben wir zum Beispiel Gegenwind. Das ist schon mal ganz schlecht. Ja, normalerweise gehst du auf die Forelle, die du siehst, ja? Und dann gehst du genau vor die Forelle hin. Aha. Das hier, was wir machen, ist jetzt üben. Wer nicht übt, kann nichts. Ein geübter Angler wirft die Fliege gut und gerne 30 Meter raus. Es springt ja keiner auf dem ganzen Teich. Und wenn sie nicht springen, dann hast du auch keine Chance, dass sie deine Fliege nehmen. Aber eine! Super! Die kriegst du aber so raus, du brauchst keinen Kescher, glaube ich. Du sie raus aufs Ufer. Bei der Schulterarthrose bleibt die Ursache der Erkrankung in den meisten Fällen unklar. Wenn die Schmerzen nicht nachlassen, kann ein arthroskopischer Eingriff, eine sogenannte Gelenktoilette, helfen. Bei fortgeschrittener Gelenkzerstörung sollte die Möglichkeit einer Prothese geprüft werden. Schau. Oh, der. Ja, hast du ihn? Der biegt sich so nach oben. Macht nichts. Vielleicht hat er Schmerzen. Ja, genau. Dem tut's weh. Soll ich einen Wein holen? Oh, das ist eine Idee. Sag bloß, du hast einen Wein. Ja, natürlich. einen Riesling.
aus der Wachau. Das ist das Richtige für sowas. So. Bitte rein. Bitte lang. Passt, ne? Ja, die, das ist die, glaube ich. Welche? Die ich mit der Hand gefangen habe. Ja, die ist so klein. Ist die so klein? Ja, ist die so klein? Ja. Das war eh sensationell, eine Forelle mit Handfang. Das zeichnet den wahren Fischer aus. Naja, es gibt doch immer diese Behauptungen, nicht? Kaum erzählst du was vom Forellenfischen, ist garantiert einer in der Runde, der sagt, haha, als Jungs haben wir die mit der Hand gefangen. Jeder. So wie jeder irgendwann einmal Jugendmeister war in irgendwas. Genau. Und das ist für mich der Grund, dass ich diese Szene nicht zeigen werde. Weil du das beweisen kannst. Das ist natürlich gemein. Okay, hopp.